Hallo zusammen. Leider hatte ich bei der Aufnahme dieser Folge ein paar technische Probleme. Deswegen ist der Sound meines Kommentars nicht ganz so gut, wie man das gewohnt ist. Ich bitte um Entschuldigung und wünsche euch trotzdem viel Spaß. Hallo und willkommen zu einem neuen Teil meines Technomancer Let's Plays. Wir sehen momentan schon ziemlich cool aus. Mehr oder weniger. Gut, jetzt schaue ich nochmal auf die Karte kurz. Weil wir haben uns jetzt ein bisschen oben und unten hier überall umgesehen. Was wird mir denn hier Neues angezeigt? Passierschein. Okay, keine Ahnung. Ist ja auch egal jetzt. Wir haben uns jetzt ein bisschen hier in den Slums und im Untergrund auch umgesehen. Und jetzt würde ich gern wieder zurück nach oben, zur Börse. Das heißt, wo sind wir? Da. Okay, das heißt, ich gehe jetzt hier so lang, glaube ich. Ich hätte lieber, dass die Karte unten nicht mitrotiert. Ich habe immer lieber eine fixstehende, immer nach Norden zeigende Minimap. Dann kann ich mich irgendwie besser orientieren. Ich rede jetzt mal. Officer, hello! What can I do for the fine officer today? Check out my merchandise. I have everything you never need for hunting. Schau jetzt mal, was die Händler hier so haben. Ein Dolch könnte ich ja zum Beispiel brauchen. Und hier, der Dolch wäre besser als meiner und kostet 91. Sowas könnte man kaufen, aber ich denke mir so früh im Spiel immer so, findet man wahrscheinlich, muss man jetzt nicht kaufen. Aber man weiß es nicht. Ich warte jetzt mal. Ich warte jetzt mal ab. Wenn wir irgendwann mal Probleme haben, weiterzukommen. Was ist denn jetzt los? Warum greifen die mich auf einmal an? Ich meine, ich hätte anscheinend die... Wow. Ich hätte die Baustelle hier nicht betreten dürfen. Oder das Warenhaus hier. Aber woher soll ich das denn wissen? Ich finde die ganz schön heftig. So, jetzt haben wir die aber. Hui. Noch einen Passierschein. Und noch einen Passierschein. Okay, die Passierscheine werden irgendwann wichtig. Jetzt muss ich mich hier aber mal umschauen, was die hier bewacht haben. Metallschutz, schlechtes Leder, Metallkomponenten, bisschen Crafting Materials, die findet man anscheinend irgendwie überall. Okay, und da ist eine Tür, da könnte ich jetzt reingehen. Aber ich schätze mal, dass uns da eine spätere Quest hinführt, oder? Das haben die nur wahrscheinlich... Genau, hier haben wir auch normale Komponenten im Grunde. Ich kann aber tatsächlich hier reingehen. Wollen wir uns hier schon umsehen jetzt? Ich schau mal kurz auf die Karte. Ups, so schaut man nicht auf die Karte. Es ist zweistöckig und so. Das ist alles ein bisschen größer, als es aussieht. Nee, machen wir jetzt nicht. Ich will jetzt eigentlich echt wieder zurück in die Oberwelt. So, jetzt muss ich mal noch schauen, ob ich irgendwo einstellen kann, dass die Karte vielleicht nicht rotiert. Aber wo wäre das bitte? Ein Hut gibt es hier irgendwie nicht. Audio. Das Spiel ist ein bisschen leise, oder? Ich finde schon auch. Ich habe immer die gleiche Lautstärke eingestellt. Normalerweise passt es auch bei den meisten Spielen, aber hier ist irgendwie die Sprache zumindest. Kommt mir ein bisschen leise vor manchmal. Noch mehr? Ja, komm, den da ein bisschen, genau.
Wow, so eine Sprengfalle ist krass. Oh Mann ey, die sind aber auch krass. Und ich verdrück mich aber auch dauernd. Sind meine Begleiter alle tot? Versucht jetzt mal ein bisschen mit Fallen zu dezimieren. Hui, nicht schlecht. Nicht schlecht, hat uns ein Level gebracht. Cool. Arbeiterschuhe, jetzt looten wir erstmal. Looten ist schon das Schönste an solchen Spielen. Ja, ja. Ich habe zurzeit noch so ein bisschen gemischte Gefühle zu dem Spiel, muss ich sagen. Ich finde es nicht schlecht. Kann man also schlecht? Nee, wirklich nicht. Ist halt kein AAA-Titel. Das merkt man an vielen Stellen. Das will ich dem aber auch gar nicht vorwerfen. Ist halt ein kleines Studio und so. Was ist denn das hier eigentlich? Wann habe ich denn die gelegt? Die Sprengfalle. Oder war die gar nicht von mir? Naja, man merkt schon, hier unten ist es ein raues Pflaster. Okay, aufleveln. Jetzt könnten wir das hier. Den Widerstand gegen jeden Schaden um 5% hört sich eigentlich ziemlich gut an. Setze eine Magnetwelle frei, hört sich auch gut an. Aber ich hätte gerne einen zusätzlichen Zauberbobbel. Ah, erhöht die Anzahl der Flüssigkeitsladungen um 1. Gekauft. Und hier können wir auch weiter hochleveln. Ich spezialisiere mich jetzt wirklich erstmal voll aufs Zaubern. Und Ausrüstung haben wir jetzt auch ein bisschen was Neues. Das schaue ich auch mal schnell. Zum Beispiel hier die Präzisionspistole. Mehr Schaden ist in fast jeder Hinsicht besser. Den nehme ich auf jeden Fall mal. Handschuh haben wir keinen neuen. Und auch einen neuen Dolch. Das ist doch super. Guckt euch das an. Auch besser. Nehmen wir auch. Und neue Stiefel. Bessere auf jeden Fall. Ha, weiß ich nicht. Die werden mir nämlich mit einem kleinen grünen Pfeil nach oben angezeigt. Das seht ihr da rechts neben dem Namen. Aber irgendwie weiß ich nicht, ob die wirklich besser sind. Die haben wir doch vorher ausgezogen, weil sie, naja. Flüssigkeitsregeneration ist halt schon wichtig, wenn ich mich spezialisieren will auf. Es stimmt schon. Okay, nehmen wir die. Das Spiel hat mit seinen grünen Pfeilen mal wieder gewonnen. So. Halt. Ah ja, gar nicht mehr weit. Genau, hier lang, dann sind wir gleich da. Ist das da vorne schon wieder ein Gegner? Nee. Das sah so ein bisschen komisch aus. So ein bisschen shady. So, die Börse betreten. Hier kommt es mir ein bisschen sicherer vor. Wir können ja die Quest mit den Verrätern abgeben, immerhin. Da bin ich gespannt, ob da irgendwas dazu gesagt wird. Verrate ich überhaupt, dass ich die habe fliehen lassen? Die Separatisten? Ne, Quatsch, nicht Separatisten. Und auch nicht wirklich Verräter. Wie heißt's, wenn man vom Militär flüchtet? Illegale Kriegsdienstverweigerer halt. So. Fällt mir jetzt echt nicht ein, das Wort. Manchmal ist mein Gehirn einfach komisch. So, Mülleimer aufmachen. Was Leute in so Rollenspielen immer wegschmeißen. Kann man alles brauchen.
Aber vielleicht sind so Rollenspielcharakter auch einfach totale Messies, die alles zusammensammeln. Möglich. So, hier wollte ich mich jetzt sowieso nochmal ein bisschen umschauen. Eine Train Station? Ich drücke immer die falsche Taste, wenn ich hier in das Menü will. Wo bin ich? Ich gucke jetzt hier hin zum Bahnhof. Ja, tatsächlich, das ist ein Bahnhof. Da ist aber kein Item. Ah, so kann ich die Stockwerke durchschalten. Das habe ich schon gesucht. Da ist die Quelle. Aha. Okay, alles klar. Das habe ich gesucht. Sehr gut. So, jetzt pass mal auf. Ich kann jetzt hier nochmal anscheinend mit Ryan Stewart, dem Quartiermeister, reden. Der hat anscheinend irgendwas Neues. Ich kann hier die Quest abgeben. Aber sonst, hier sind noch ein paar Händler. Aber sonst sehe ich jetzt hier auch nichts Wichtiges zumindest. Nö. Okay. Gut, dann machen wir das. Dann gehen wir nicht in die Train Station. Oh Gott, bin ich hier noch richtig? Weiß ich nicht, aber wenn hier eine verschlossene Truhe ist, dann bin ich richtig. Ein bisschen Serum. Hier hinten steht gleich noch eine. So, ah, jetzt muss ich mal gucken. Ich wollte ja eigentlich mein Schutzschild aktivieren. Na? So, weil es sieht so aus, als wäre das jetzt auch permanent eben. Darum, wie steckt man gleich nochmal seine Waffe weg? Das ging doch irgendwie. Genau, so, gut. Dann rennen wir weiter. Ich frage mich echt mit diesen drei Kampfstilen, dass man die jederzeit durchwechseln kann, ob das so gedacht ist, dass man gegen gewisse Gegner gewisse Kampfstile eher nimmt oder sowas in der Art. Wer weiß, es könnte schon sein, dass die sich das so gedacht haben. Naja, muss ich vielleicht mal drum experimentieren. Our army's not doing so hot. Don't know if our generals are old or our soldiers soft. But we've been on the losing side a lot lately. Stop your gossip. Our army is the finest on Mars. So they've run into a little bad luck here and there. That was bound to happen. Besides, our enemies have no shame and never fight fair. You get to say that because you're from the Ward family. No. It's because I've heard that Aurora even sends their children into battle. Does that sound fair to you? Du bist doch auch ein Ward, oder? Ja. Naja, der Krieg läuft anscheinend nicht so gut für unsere Fraktion. Hört sich zumindest so an. Der Krieg ums Wasser, aber ich habe immer noch nicht ganz gecheckt, gegen wen. Ich meine, wahrscheinlich gegen irgendeine andere Kolonie ganz einfach, ist ja klar. Trotzdem. Ach, wie komme ich denn hier jetzt weiter? Ach, warte mal, wie ging das genau hier? Ich glaube, ich laufe zwar jetzt ein bisschen einen ganz schönen Umweg, aber es ist auch so labyrinthartig hier. Und ich habe einen ganz, ganz, ganz schlechten Orientierungssinn, muss ich auch ganz ehrlich zugeben. Ohne Fixpunkte finde ich überhaupt nichts. Deswegen hätte ich ja eben gerne auch eine Minimap, die sich nicht mitdreht, damit ich Norden als Fixpunkt habe, an dem ich mich orientieren kann. So, ich soll zu dir kommen, habe ich gehört. Hi. Lieutenant, how can I help you? Das weiß ich nicht, nach Arbeit fragen? Word on the street is that the locusts are swarming the underworks. Patrol gonna get it under control before the shit hits the fan? Unlikely. High command's about as interested in the slums as they are the underworks. Why try to spit shine a turd? And what's it to you anyway? As it goes, little nuisances have a way of becoming big problems over time. Proliferation. And I'd be willing to pay to nip it in the bud now, before they start to hit our warehouses and personnel, too. Well, you'd have more luck killing them in their nests than hunting them one by one. Or you could booby-trap the tunnels and catch the rats while they roam. Your call.
Okay, wir sollen die Nester von diesen Heuschrecken im Untergrund zerstören. Das waren wahrscheinlich diese kleinen giftigen Dinger. Beschaffe Fallen. Moment, hat er das gesagt? Ich dachte, wir sollen die entweder mit Fallen ausschalten oder... Hi. Lieutenant, how can I help you? Anscheinend gar nicht. Na gut, egal. Dann geben wir mal die andere Mission ab. Hier war doch irgendwas, genau. Und das, ich kann aber nicht stehlen, wenn mir jemand zusieht dabei oder so. Naja. Grüß Gott. You already back, Lieutenant Zachariah? Ja. Moment mal. Ah ja, die Eliminierung der Deserteure. Da sind wir. Report? Yes, Lieutenant. Rest assured, the potential scandal's been abolished. Everything's in order. We managed to neutralize most. Some, unfortunately, escaped. Then you didn't act quickly enough. It should have been your priority, Lieutenant. Because of your failures, all we can do now is hope that the word doesn't spread. What was the fate of the sergeant in charge of the group? Sergeant Boris? Ich sag, dass tot ist. You'll be pleased to hear that he's been eliminated, as requested. I'm glad to hear my expectations were met. As hard as it must have been to carry out those orders, it's never easy to take the life of one of your own, even if he was a coward and a traitor. You did well, saved us from scandal. My trust was well placed. Quartermaster has your pay. Go get it. It was well earned. Good. Moving on. We have new missions. A bit of a welcome change from the big chases. We've got state officials arriving in Ophir today, and an ASC warning that an influx of Aurora spies in the city are planning trouble. For security, the officials will be picked up in rovers outside the city and brought to the hangars, rather than coming through the station. We've got brigades tracking the spies, but you're gonna have to usher them through the slums and make sure they get to our quarters safely. No excuses. No failures. We clear? Questions, Lieutenant? Okay, wir sollen irgendwelche Spione ausschalten oder sowas. Sicher, das Gebiet rund um den Hangar. Ah ja. Jo, dann gehen wir mal. Holen wir uns mal noch unsere Belohnung hier. Hi. Lieutenant, how can I help you? Captain Aliza told me to come find you for my pay. Indeed, I've been expecting you. Here you go. Soldatenstahlstiefel. So, so. Muss man sich gleich nochmal anschauen. Ah. Ha, einfach nur nach unten drücken geht auch. Alles klar. Soldatenstahlstiefel. Eigentlich echt nicht schlecht. Kann ich aber nicht anziehen. Aber meine Begleiter, das habe ich mir schon gedacht. Aber der hat schon Soldatenstahlstiefel. Und der auch. Na dann heben wir die mal für später auf. Habe ich wieder weniger Flüssigkeitsregeneration? Na, aber Stärke werde ich wahrscheinlich so schnell nicht trainieren. Kann ich die beiden eigentlich auch hochleveln? Sind die auch aufgestiegen? Haben die auch einen Erfahrungspunkte-Balken? Nee. Also die sind zumindest beide Stufe 6, keine Ahnung. Keine Ahnung. Naja. Egal jetzt. So, ich zerlege jetzt mal auf der Werkbank alles, was wir nicht brauchen. Das wäre zum Beispiel das hier. Recyceln. Cool. Dasselbe machen wir noch hier mit, ich glaube mit dem, ja. Der Streitkolben, jetzt muss ich gucken.
der kann den nicht nehmen. Dann heben wir den aber auf. Der könnte gut sein. Okay, den Stab. Ich glaube, den Stab braucht keiner im Grunde. Den recyceln wir. Ach, den kann ich nicht recyceln. Na gut, vielleicht weil es der einzige ist, den ich habe oder so. Das Soldatenschild könnte man auch recyceln. Aber nee, genau, geht nicht. Ich brauche eins in der Kategorie. Die Nagelpistole. Die wird recycelt. Genau, sonst haben wir hier eh nichts. Nochmal bei den Rüstungen schauen. Hier könnte man einiges recyceln. Machen wir auch. Kommt auch weg. Das hier heb ich mal noch auf, glaube ich. Vielleicht. Wo ich mir ehrlich gesagt nicht sicher bin. Er könnte das anziehen. Oder auch nicht. Ach so, Quatsch, hier kann ich es ja gar nicht ausrüsten. Schade. Okay. Und das, da mache ich nichts kaputt. Man könnte die auch craften. Na gut, mal schauen, ob wir was aufbessern können von dem, was wir gerade benutzen. Hier ist noch ein Slot frei, da können wir doch wohl jetzt irgendwas anbringen. Mehr Schaden, mehr kritische Treffer, mehr Durchbrechen. Ich nehme mehr kritische Treffer. Cool. Und bei der Pistole? Ne, bei der Pistole geht nichts, beim Handschuh geht nichts. Bei der Ausrüstung vielleicht. Schutzbrille geht nix. Hier haben wir schon was. Auch voll. Warum habe ich die beiden Hosen eigentlich aufgehoben? Hat nicht wirklich einen Grund, oder? Warum? Hä? Der Verteidigungswert erhöht sich von 2% auf 3% und wird dadurch schlechter? Verstehe ich da was nicht? Sehr komisch, weil es sieht eigentlich so aus, als wäre die Kadettenhose in jeder Hinsicht besser als die hier. Ach, das wird mir nur falsch angezeigt, weil ich habe eigentlich 5% und da steht jetzt 2%. Es sollte aber heißen, dass das dann von 2% auf 3% sinkt, glaube ich. Ihr macht die Kadettenhose kaputt. So. Weg ist sie. Hier habe ich noch alte Arbeitsschuhe. Ich dachte echt, ich hätte hier alles recycelt. Aber ich habe wohl nicht ordentlich geguckt. So. Dann muss man eigentlich schon wieder in den Untergrund und weiter questen. Aber hier sind noch ein paar Truhen zu knacken. Ja. Ich sehe schon. Also jetzt, wo so die erste, so die Neugier abgeklungen ist und so die erste Begeisterung, will ich nicht sagen, aber die erste, ja, seit ich eine Idee davon kriege, wie, wohin das Spiel geht, kann ich mir vorstellen, dass es schnell langweilig wird. Ich weiß es jetzt nicht. Ich will noch nichts unterstellen. Bis jetzt macht es noch Spaß, aber ich kann mir vorstellen, dass das sehr monoton wird, wenn man da immer wieder hochgeht, Mission kassiert, annimmt, runtergeht, alle verprügelt und wieder hochgeht. Ich meine, so ist es bei vielen Spielen, aber hier habe ich bis jetzt noch nicht so die Motivation irgendwie. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Mal abwarten. Moment, im Untergrund? Gehe ich jetzt gerade schon in den Untergrund? Gibt es einen Zugang von ganz oben direkt in den Untergrund? Nee, oder? Das ist nicht der Untergrund hier. Ich bin jetzt hier. Oder? Ich gehe mal da runter.
Ah, hier war ich schon. Doch, das ist tatsächlich der Untergrund. Aber hier haben wir ja auch eine Mission zu erledigen, wenn mich nicht alles täuscht. Oder auch nicht. Moment mal, wo bin ich hier? Da stimmt doch was nicht. Ah ja, hier gibt's mehrere Geschosse. Ah ja, genau, hier haben wir Nester, die wir zerstören müssen. Was ist das für ein Symbol? Untergeschoss reisen. Okay. Egal. Okay, dann würde ich sagen, beenden wir jetzt hier mal die Folge. Beim nächsten Mal machen wir die Nester kaputt. Und ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Like doch das Video, wenn es euch gefallen hat. Und vielleicht abonniert ihr ja auch den Kanal. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Also, macht's gut, bis dann. Ciao.